Nutzungsbedingungen annehmen. Okay. Auch schon mal überspringen. Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist Funny Mate. Warte. Funny Mate geben, aber schon mal leise hier, ne? Wow, direkt nachschauen oder was? Ach du Scheiße! So. Ja, hallo. Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir Linda Brown, keine Ahnung. Ich hab's einfach heruntergeladen. Hat einfach Bock. Und jetzt gucken wir mal, was passiert. Was machen die da? Was zum Teufel? Rückst du mir? Hör mir zu, verlass mich nicht, Linda. Dafür ist es zu spät, Kevin. Aber Schatz, lass mich in Ruhe, Kevin. Mein Flug wartet auf mich. Komm sofort zurück, Linda. Ohrfeige geben, höflich reagieren. Komm direkt eine Schelle. Was hast du dabei gedacht? Oh. Eine geile Schelle. Nein! Ist er bekloppt? Der wird uns ausschlagen. Bruno. Ja, wie lange dauert es denn beim Laden? Wenn du keine Probleme willst, lauf sofort weg. Wer zum Teufel bist du? Ich gehe nirgendwo hin. Überleg es dir gut. Ich möchte nicht, dass meine Freunde aggressiv werden. So einer bist du also. Ich gehe, aber das ist nicht vorbei, Linda. Das gleiche geht für dich, Wichser. Puh! Gut, er lächelt noch. Geht's? Hat er dich verletzt? Boah, sieht doch richtig hässlich aus. Was? Bist du verletzt? Naja, also nicht wirklich. Ich komme schon alleine klar. Danke für deine Hilfe. Ich komme schon alleine klar, weil ich kenne ihn ja gar nicht. Ja, sag doch, oh. Ich brauche keine Hilfe. Ich komme schon alleine klar. Ich liebe Frauen mit einem starken Charakter. Ich habe angenommen, dass ein Maid in Nöten meine Hilfe braucht. Und die lächeln. Schön, sie kennenzulernen, Frau Lehrerin. Linda Brown, Maid in Nöten. Bruno Freiere, keine Ahnung, zu ihren Diensten. Gut, vielen Dank, Bruno. Ich muss jetzt meinen Flug nehmen und bin schon spät dran. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Es kann ja sein, die mich wieder retten müssen. Boah, okay, ihr Jet wartet auf sie. Kommen Sie? Linda Brown. Ich werde Ihre Nummer brauchen. Gehen wir. Was ein Spaß, die. Ich sollte Kind ja Bescheid geben, dass ich am Weg bin. Ah, Rio, ich komme. Bin schon am Weg. Hey, wie geil. Ihr von Kevin erzählen. Naja, nicht. Oh, zu schnell. Ey, zu schnell. Okay. Muss wie Handy spielen. Ich mach das für so 7 Minuten. Kommt doch noch 3 Minuten zu Ende. Sorry, Leute. Haben wir einen Speicher. Du. Ja, wie lange denn noch? Linda, ich kann es nicht fassen, dass du hier bist. Oh, die ist bauchfrei. Hallo, Kind, ja. Ach, ich bin so froh, dass wir zu Uni-Zeit. Du hast recht, genau wie in der Uni. Aber viel eleganter, dein Haus ist unglaublich. Danke, dass du so weit für mich gereist bist, Linda. Denkst du wirklich, dass ich deine Hochzeit verpassen werde? Und ich kann es nicht erwarten,
dich wieder singen zu hören. Ich habe kein. Ach komm, mit der Hochzeit und so. Ja, ich freue mich auch sehr darauf. Ich denke, das ist genau, was ich brauche. Ganz New York spricht über dich. Du wirst langsam zum Star. Das wäre toll. Entschuldigung, Clint. Ja, wir müssen die Gästeliste durchgehen. Wer ist das? Oh, tut mir leid. Mir war nicht klar, dass wir Besuch haben. Oh mein Gott, sie ist hier. Du bist Linda Brown. Kentja hat mir erzählt, dass du kommst. Ich bin ein Riesenfan von dir. Trausio, komm schon. Du bist überfordert, Linda. Das ist Trausio, mein Haushälter, bester Freund von und Vertrauer. Und auch der meine ganze Hochzeit organisiert. Wow, das klingt ja sehr viel Arbeit. Ich hoffe, dass wir Zeit haben, einander kennenzulernen. Ich bleibe nur 2 Tage nach der Hochzeit. 2 Tage, komm schon, du solltest länger bleiben. Das Haus wird nach der Hochzeit leer sein. Milton und Kintia werden in die Flitterwoche fahren. Ich bin sicher, dass du Kintia dir gern ihr Haus überlässt. Warum nicht? Ich schau mal. Na, ich schau mal, sie soll, ich schau mal, ich bin nicht so sicher. Komm, Linda, du verdienst Auszeit von deinem Liebesleben. Liebesleben? Ich liebe es zu quatschen, du kannst mir alles erzählen. Trausio, lass uns bitte einen Moment allein, ich bin gleich da. Ja, klar, schön, dich kennenzulernen, Linda. Puh! Okay, noch. Hören Sie sich vor. Also, was ist in New York mit Kevin passiert? Ich muss wissen, was war. Also, gestern hat er mich bis zum Flughafen gefolgt. Er hat sich wie ein Verrückter benommen. Das kann ich nicht glauben. Cynthia, er war noch nie so. Ein Passant musste mir sogar zu helfen kommen. Naja, zumindest ist die Ritterlichkeit nicht ausgestorben. Aber was ist zwischen euch passiert? Du erzählst ihr deine Vergangenheit mit Kevin? Ich nicht. Oh je. Alles fing vor einigen Tagen in New York. Oh Junge, Junge. Oh jo. Okay, komm schnell. Die ist in der Vergangenheit. Bitte beeil dich, Kevin. Wir kommen zu spät zum Abendessen. Eine Sekunde bitte, ich komme gerade aus der Dusche. Handy läutet. Oh, das ist Kevins Handy. Okay. Es macht richtig Bock eigentlich. Müsst ihr auf jeden Fall runterladen, kostenlos. Die fragen sich wahrscheinlich schon, wo wir sind. Okay, ich drücke jetzt drauf. Sag, Stephanie. Wer zum Teufel ist Stephanie? Oh, yo, hallo Scha. Bäh. Hallo Kev, gestern war unglaublich, hast du heute frei? Ich bin bei Freunden zum Essen eingeladen. Moment, ich kann's. Ach, was denn? Sprossi, Linda. Was machst du mit meinem Handy? Ich glaube nicht, du hast mich schon wieder betrogen, was? Ich habe nichts getan, Schatz, lass mich erklären. Dein Handy hat genug erklärt, hör auf. Hör sofort mit den Lügen auf. Stephanie? Du hast mir das Herz gebrochen, Kevin. Schatz. Verdammt, Kevin, verschwinde sofort. Ich kann mir nicht vorstellen, was du durchgemacht hast, Linda. Ja, ich würde jetzt am liebsten nicht mehr darüber reden. Ich werde eine Welle an der Strand gehen. Das macht mir nichts aus, oder? Überhaupt nicht, Linda. Geh dich entspannen, wir sehen uns später. Und Linda, ja. Ohne ihn bist du viel besser dran. Danke. Ich muss mich hier so. Wo sind die ganzen Badenanzüge, die ich. Ach, Scheiße, jetzt hab ich gesagt. Okay. Okay. Nein, die sind geil. Die. Okay. Ein Teil altmodisch. Komm schon, Linda, du bist ein Rio. Das ist besser. Weil ich auch gerne Eis sehen. Und diese Musik war. Die machen mir Angst. Ah, wir können hier nur links, rechts, okay.
Hey, was ist denn das dann jetzt? Wer hat diese Nachricht hier gelassen? Da steht, willkommen in Brasilien, suche die Kette. Kette, welche Kette? Wow, diese Kette hat bestimmt ein Vermögen gekostet. Wer wohl dahinter steckt? Das war zu viel für einen Tag. Jetzt entspanne ich mich am Strang. So, Leute, ach komm, noch 1%. Wo sieht die Girl aus? Spaß. Oh mein Gott. Ey! Okay. Ja, Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Oh. Und ja, Leute, lasst ein Like und ein Abo da. Und ciao, haut rein. Und abonniert mich. Und ciao, habt euch lieb, ihr seid die Besten. Wait.